Guten Tag. Es schneit. Vielmehr, das ist noch Schneeregen. Wir können mal kurz rausgucken. Ja, also wie gesagt, das ist noch Schneeregen. Das wird aber heute Abend zum Schnee übergehen. Und heute ist es sowas von busy. Und das wird ein relativ kurzes Ding heute. Aber ich möchte zwei Mehrwerte weitergeben, nämlich zwei Videokanäle, die ich regelmäßig auf YouTube gucke und die ich jedem empfehlen kann. Das heutige Thema im Vlog. So, nehmen Sie es bitte nicht als Wertung. Wir fangen mal mit dem, Angebot mit dem höchsten Lerneffekt. Zuerst an zwei Kanäle möchte ich Ihnen heute zeigen. Mir kam jetzt gerade noch so die Idee, da war aber das Intro schon gedreht. Wir machen das jetzt einmal im Monat, zwei interessante Kanäle als Tipp. Und damit kann man mal so ein bisschen eine Weiterempfehlung fahren. Ja, fangen wir mit dem Mehrwert an. Das ist der Kanal Gedanken tanken vom Dr. Friedrich. So ist die Idee ins Leben gerufen worden, soweit ich das so gesehen habe und mitbekommen habe. Ich habe den Dr. Stefan Friedrich früher schon als Podcast gehört und bin dann irgendwann hier auf dieses Gedankentanken gekommen. Das Konzept ist relativ einfach. Namhafte Referenten aus allen möglichen Soft-Skill- und Management-Themen sind hier eigentlich mittlerweile zu finden. Speaker, die Rang und Namen haben, die halt entsprechende Kurzvorträge halten. Das macht es auch sehr kurzweilig und ein enormer Mehrwert. Die Filmqualität ist richtig gut. Also wir können mal kurz in einen Beitrag reinschauen. Picken wir uns mal irgendwie einen raus. Das ist jetzt wirklich absolut ohne jegliche Wertung. Und wenn man das hier sieht, dann gehen wir mal mitten in den Vortrag. Das ist eine richtig gute Qualität, auch mit mehreren Kameraeinstellungen und bietet also wirklich einen enormen Mehrwert. Gedankentanken ist bei mir zum Beispiel privat immer ein Thema, in Anführungszeichen sonntags. Sonntagmorgens gucke ich mir das auf dem Fernsehen mal an. Und das hilft mir also ungemein, so ein bisschen so die Soft-Skill-Ebene neben der Fachliteratur ein bisschen zu ergänzen. So, und der zweite Kanal ist dann nicht nur pure Unterhaltung, sondern das ist wirklich kameratechnisch und auch Storytelling-technisch für mich die absolute Premier League. Das ist Casey Neistat, einer der populärsten Vlogger, ich würde mal wirklich sagen weltweit, der es wirklich geschafft hat mit wirklich total spannenden Geschichten online, die Stadt New York zu promoten und natürlich sich selber auch. Casey Neistat ist wirklich so die Figur vom Tellerwäscher zum Millionär und richtig bekannt geworden, also richtig populär ist er geworden mit seinem Vlog hier. So, und mit diesem Video ist Casey Neistat so richtig populär geworden. Er ist nämlich mit einem Snowboard durch das verschneite New York gefahren, hat sich ziehen lassen von einem Fahrzeug und das war wirklich super populär. Vor allen Dingen springt er dann auch noch neben dem Polizeifahrzeug irgendwie über irgendwas drüber. Also das muss man gesehen haben. Aber ansonsten, was die Kameratechnik angeht und bestimmte Dinge, ist er wirklich führend im Vlogging-Bereich und es ist unheimlich unterhaltsam. Casey Neistat muss man einfach auf YouTube gesehen haben. So, das meine zwei Empfehlungen zum Thema YouTube. Wie gesagt, wir werden das regelmäßig jetzt machen und nächsten Monat im Dezember gibt es dann wieder zwei Kanäle, die ich relativ interessant finde. Da wird vielleicht auch mal ein Nischenkanal mit dabei sein, wo ich aber einfach so das Potenzial sehe, dass da Mehrwert draus werden kann. So, das zwei Tipps im YouTube-Segment, zwei Kanäle, die ich regelmäßig gucke. Die gucke ich sogar abends auch privat auf dem Fernseher über den Amazon-Stick. Also das muss man sich jetzt nicht unbedingt auf dem Tablet oder auf dem PC anschauen. Hier während der Arbeit geht das sowieso eigentlich nicht. Da sieht man nochmal Casey Neistat mit seiner Tochter. Ja, mich würde mal interessieren, was Sie so schauen auf YouTube, was für Sie regelmäßig so zur Lektüre im Bewegtbildbereich gehört und das vielleicht einfach mal in die Kommentare setzen. Ja, viel Erfolg, angenehme Restwoche noch und bis morgen zur neuen nächsten Vlog-Folge, sagt Michael Klems.